Bevor wir im nächsten Abschnitt zur Formulierung der allgemeinen Quantenmechanik kommen, stellen wir in diesem Abschnitt noch etwas Formalismus und Mathematik bereit. Das ist einmal die Dirac-Notation, die in vielen Lehrbüchern Verwendung findet und wir deshalb auch hier vorstellen und benutzen wollen. Dann klären wir, was ein Hermitscher Operator ist, der in der Quantenmechanik eine zentrale Rolle spielt. Dazu gehört die Hermitsche Adjunktion, die wir hier ebenfalls kennenlernen werden. In der Dirac-Notation notieren wir einen Vektor Psi mit diesem Symbol, bestehend aus einem senkrechten Strich, Psi, eckige Klammer zu, und das nennen wir Ket Psi. Einen Vektor Phi würden wir dann durch Ket Phi notieren. Die Linearkombination Alpha Psi plus Beta Phi notieren wir durch Alpha Ket Psi plus Beta Ket Phi und so weiter. Ganz allgemein gibt es zu jedem Vektor auch einen dualen Vektor, den wir in der Dirac-Notation durch ein gespiegeltes Symbol notieren. Das heißt, der duale Vektor zu dem Vektor Ket Psi wird notiert durch eckige Klammer auf, Psi und dann der senkrechte Strich. Das nennen wir dann Bra Psi. Was dieser duale Vektor bedeutet, ist definiert durch seine Wirkung auf einen beliebigen anderen Vektor Phi. Dann soll nämlich Bra Psi angewandt auf Ket Phi genau das altbekannte Skalarprodukt ergeben, des Vektors Psi mit dem Vektor Phi. Das erklärt dann auch diese seltsamen Namen, Ket Psi und Bra Psi. Denn hier kombinieren wir ein Bra mit einem Ket und erhalten ein Bracket. Das steht für die eckige Klammer, die das Skalarprodukt bezeichnet. Hier unten ist nochmal die mathematische Definition gegeben, was der duale Vektor ist. Der duale Vektor zu Psi, notieren wir mit Bra Psi, ist die lineare Abbildung vom Vektorraum, den wir betrachten, in die komplexen Zahlen. Und ein beliebiger Vektor wird abgebildet auf die komplexe Zahl, die wir eben Bra Psi, Ket Phi notieren und die genau gegeben ist durch das Skalarprodukt von Psi mit Phi. Ein Vorteil der Dirac-Notation ist die einfache Notation von Operatoren, wie wir hier in drei Beispielen aufzeigen wollen. Das erste Beispiel ist die Projektion auf einen normierten Vektor Phi, die gegeben ist durch die Abbildung P Phi, die einen beliebigen Vektor Psi auf das Skalarprodukt von Phi mit Psi multipliziert mit dem Vektor Phi abbildet. In Dirac-Notation definieren wir jetzt oder schreiben wir für die Projektion P Phi diesen Ausdruck Ket Phi mal Bra Phi. Das erklärt sich daraus, dass wir jetzt die Wirkung der Projektion auf einen beliebigen Vektor Ket Psi ermitteln wollen, müssen wir das sozusagen symbolisch anwenden. Wir setzen also P Phi durch Ket Phi mal Bra Phi und wie hier zur besseren Kennzeichnung in Rot geschrieben ist und schreiben dann das Argument, den Vektor Ket Psi dahinter. Dann ergibt sich hier automatisch die Paarung von Ket Phi, von Bra Phi mit Ket Psi und das ist das Skalarprodukt von Phi mit Psi und übrig bleibt noch der Vektor Ket Phi. Das ist eine komplexe Zahl, die können wir auch nach vorne schreiben, also steht hier das Skalarprodukt von Phi mit Psi mal den Vektor Ket Phi, also genau die gewünschte Wirkung der Projektion auf den Vektor Psi. Im zweiten Beispiel nehmen wir zwei orthonormale Vektoren Phi1 und Phi2 mit entsprechenden Projektionen P1 und P2. Und jetzt könnte man sich fragen, was ist der Operator gegeben durch P1 mit sich selbst multipliziert? Hier zur besseren Unterscheidung einmal blau und rot geschrieben. Wir nehmen dann wieder die entsprechenden Ausdrücke der Dirac-Notation. Das hier ist der erste Projektor, das hier der zweite Projektor P1
Jetzt ergibt sich hier in der Mitte das Skalarprodukt von Phi 1 mit Phi 1. Wegen der Normierung ist das genau 1. Die 1 ist eine Zahl, die wir uns sparen können. Die schreiben wir nicht explizit hin. Und übrig bleibt Ket Phi 1 mal Bra Phi 1, was wir jetzt auch direkt so schreiben können. Und das ist tatsächlich wieder genau der Projektor P1. Das heißt, man bekommt hier rein symbolisch heraus, dass die zweifache Anwendung einer Projektion genau wieder dieselbe Projektion ergibt. Wenn wir jetzt etwa die Projektion P1 nach der Projektion P2 ausführen, dann können wir wiederum dasselbe machen. Wir ersetzen die Projektion P1 durch diesen Ausdruck, die Projektion P2 jetzt durch Ket Phi 2 Bra Phi 2. In der Mitte haben wir wieder ein Skalarprodukt, aber jetzt des Vektors Phi 1 mit dem Vektor Phi 2. Und aufgrund der Orthogonalität verschwindet dieses Skalarprodukt. Das heißt, der ganze Ausdruck ist gleich 0. Und deswegen ist P1, P2 diesmal der Nulloperator. Im letzten Beispiel betrachten wir jetzt einen zweidimensionalen Vektorraum mit einer orthonormalen Basis Psi plus und Psi minus. Und für diesen Raum betrachten wir einen Operator A, der jetzt in Dirac-Notation hierdurch gegeben sei. Wenn wir dann wissen wollen, wie dieser Operator A wirkt, beispielsweise auf den Basisvektor Psi plus, dann ersetzen wir den Operator durch diesen Ausdruck, wie hier wieder in Rot gekennzeichnet ist, notieren dahinter das Argument Psi plus und multiplizieren jetzt formal aus. Dann haben wir im ersten Term Ket Psi mal dem Skalarprodukt von Psi plus mit Psi plus. Wegen der Normierung ergibt das genau 1. Im zweiten Summanden haben wir Psi plus mal dem Skalarprodukt von Psi plus mit Psi plus, von Psi minus mit Psi plus, was aufgrund der Orthogonalität 0 ergibt. Und deswegen erhalten wir als Wirkung von A auf Psi plus genau diesen Vektor Psi minus, der hier vorne übrig bleibt. Analog können wir jetzt auch bestimmen, was die Wirkung des Operators A auf den zweiten Basisvektor Psi minus ist. Und dann ergibt die gleiche formale Rechnung, dass diesmal im ersten Faktor eine 0 herauskommt im Skalarprodukt zwischen Psi plus und Psi minus. Und im zweiten Faktor haben wir dann hier die 1. Zusammen mit diesem Minus Psi plus bekommen wir also als Ergebnis von A angewandt auf Psi minus den Vektor minus Psi plus. Wenn man sich das vorstellen möchte und dabei die imaginären Richtungen vernachlässigt, dann sehen wir, dass der Vektor Psi plus hier oben abgebildet wird auf Psi minus, also auf den, genau auf den anderen Basisvektor. Und dieser Vektor Psi minus wird abgebildet auf minus Psi plus. Das heißt, A ist so etwas wie eine Drehung um den Winkel Pi halbe. Unser nächstes Thema sind hermitische Operatoren. Der Grund, weshalb wir uns in der Quantenmechanik damit beschäftigen müssen, ist der folgende. In der Quantenmechanik werden physikalische Größen, hier dann auch oft Observablen genannt, wie etwa das magnetische Moment eines Silberatoms oder sein Impuls, der Ort oder auch die Energie, grundsätzlich durch hermitische Operatoren beschrieben werden müssen. Eine Definition, die diesem Gebrauch entgegenkommt, ist die folgende. Wir sagen, ein Operator A ist ein hermitischer Operator, wenn gilt, dass es reelle Skalare gibt, Lambda 1, Lambda 2 bis Lambda n, und dazu eine Orthonormalbasis, Phi 1, Phi 2 und so weiter bis Phi n, derart, dass wir diesen Operator, der ein hermitischer Operator sein will, genau durch diese Linearkombination darstellen können. Das heißt, wir haben hier die Summe der orthogonalen Projektionen auf die Orthonormalbasisvektoren, gewichtet jeweils mit den reellen Skalaren. Diese Darstellung des Operators als Linearkombination der
orthogonalen Projektion nennt man dann die Spektraldarstellung des Hermitschen Operators A. Da Sie sich jetzt mit Projektionen und deren Linearkombinationen gut auskennen, sehen Sie sofort, dass Lambda I ein Eigenwert des Operators A sein muss zum Eigenvektor Phi I. Hier zur Kontrolle nochmal die Rechnung, die das bestätigt, diesmal in Dirac-Notation. Hier wirkt A auf den i-ten Basisvektor Phi I. Wir ersetzen A durch seine Spektraldarstellung, die er haben muss, weil A ein Hermitscher Operator sein soll. Und sehen dann, dass hier dieses Skalarprodukt zwischen den Basisvektoren Phi L und Phi I erscheint. Aufgrund der Orthonormalität ergibt das genau Delta Li. Das heißt, dieses Skalarprodukt verschwindet, solange L verschieden von I ist. Und wenn L mit I übereinstimmt, ist es genau gleich 1. In dieser Summe verschwinden also alle Terme bis auf den i-ten, der dann gegeben ist durch Lambda I mal Phi I. Somit sehen wir, dass genau die Eigenwertgleichung A Phi I ergibt Lambda I mal Phi I erfüllt ist und deshalb Phi I ein Eigenvektor von A ist zum Eigenwert Lambda I. Somit gilt die wichtige Aussage, jeder Hermitsche Operator A besitzt eine sogenannte orthonormale Eigenbasis, bestehend aus den Eigenvektoren Phi 1, Phi 2 bis Phi n und den dazugehörigen reellen Eigenwerten Lambda 1, Lambda 2 bis Lambda n. Wir dürfen uns also vorstellen, wenn immer wir einen Hermitschen Operator A haben, dann gibt es ein geeignetes Orthonormalsystem, das aus Eigenvektoren zu diesem Operator A besteht. Und die Wirkung des Operators auf diese Eigenvektoren sind dann immer Dehnungen und Stauchungen entsprechend den Eigenwerten in dieser Richtung. Als Beispiel nehmen wir wieder die Projektion auf einen normierten Vektor Phi, Pphi. Und um zu sehen, dass das ein Hermitscher Operator ist, nach der Definition, die wir oben gesehen hatten, ergänzen wir Phi zu einer orthonormalen Basis, indem wir den ersten Vektor gleich Phi wählen und alle anderen orthonormal dazu. Dann können wir Pphi schreiben, erstens nach Dirac-Notation durch diesen Ausdruck. Und damit das mit dem übereinstimmt, formal, was wir oben in der Definition gesehen haben, führen wir noch ein Delta IL ein und summieren über L. Das letzte Thema in diesem Abschnitt ist die Hermitsche Adjunktion von Operatoren. Wenn wir einen beliebigen Operator A nehmen, dann gibt es dazu den Hermitsch adjungierten Operator, den wir mit A plus notieren, der durch das Skalarprodukt durch diese Art und Weise definiert ist. Wir nehmen beliebige Vektoren Psi und Phi und fordern dann, dass das Skalarprodukt von A angewandt auf Psi mit Phi identisch ist mit dem Skalarprodukt von Psi und nun multipliziert mit dem Hermitsch adjungierten Operator A plus angewandt auf Phi. Da diese Identität für beliebige Vektoren Psi und Phi gelten soll, ist dadurch der Hermitsch Operator A plus eindeutig definiert. Diese Identität führt auch auf eine sehr typische Anwendung. In der Quantenmechanik möchte man eigentlich die Operatoren immer vor dem zweiten Faktor haben in einem Skalarprodukt. Wenn jetzt aber mal die Rechnung ergibt, dass der Operator erstmal im ersten Faktor erscheint, dann fragen wir uns, wie wir diesen Operator jetzt auf diesen zweiten Faktor ziehen können. Und das leistet genau diese Identität. Wir können diesen Operator A vor den zweiten Faktor schieben, dann erscheint er hier, müssen dabei aber diesen Operator Hermitsch adjungieren, das heißt hier steht dann A plus, der Hermitsch adjungierte Operator von A. Da wir gerne die Dirac-Notation verwenden, wollen wir noch Folgendes anmerken. Wenn wir in dieser definierenden Identität auf der linken Seite die Faktoren vertauschen, dann bleibt es dasselbe, solange wir komplex konjugieren und wir erhalten dann diese Identität.
In der Dirac-Notation ist es so, dass die Operatoren bei so einem Produkt immer auf den rechten Faktor wirken. Und das können wir jetzt, diese Identität können wir jetzt ohne weiteres dann in die Dirac-Notation umwandeln, denn hier wirken überall die Operatoren auf diesen rechten Faktor. Das heißt, Phi mal A angewandt auf Psi, komplex konjugiert, ist das gleiche wie Psi mal A adjungiert angewandt auf Phi. Die alte Regel, das Vertauschen der Faktoren komplexer Konjugation entspricht, bleibt also richtig. Wenn aber noch ein Operator in der Mitte auftaucht, dann müssen wir den bei dieser Vertauschung auch noch hermitsch adjungieren. Hier haben wir ein Beispiel, wo wir einen Operator, der in die Dirac-Notation durch Ketchi 1 mal Bra Chi 2 gegeben ist, hermitsch adjungieren wollen. Wir werden zeigen, dass das Adjungierte davon der Operator Ket Chi 2 mal Bra Chi 1 ist. Das heißt, die hermitsche Adjunktion eines solchen Operators vertauscht einfach nur die Faktoren. Das können wir zeigen, indem wir die definierende Gleichung nehmen in die Dirac-Notation. Das war die obige Gleichung Stern Strich. Und danach müssen wir diesen Ausdruck nehmen und komplex konjugieren. Nach Definition ist das dann dasselbe wie dieser Ausdruck, wo wir die Reihenfolge der Vektoren vertauscht haben, hierfür aber dann den adjungierten Operator hinschreiben müssen. Andererseits, für diesen einfachen Operator haben wir hier sofort komplexe Zahlen, die wir ohne weiteres komplex konjugieren können. Statt Phi mal Chi 1 erhalten wir Chi 1 mal Phi und statt Chi 2 mal Psi erhalten wir Psi mal Chi 2. Da es sich um komplexe Zahlen handelt, können wir sie beliebig anordnen. Jetzt haben wir diese Identität zwischen diesem Ausdruck und diesem Ausdruck gültig für alle Psi und Phi und deshalb müssen dann diese Operatoren identisch sein. Das bedeutet, dass das hermitsch adjungierte von Chi 1 Chi 2 genau Chi 2 mal Chi 1 ist. Genau diese Gleichheit. Hier sind noch einige Rechenregeln, die sich direkt aus der Definition ergeben. Wenn wir einen Operator adjungieren und dann nochmal adjungieren, dann bekommen wir sofort diesen Operator, wie er ist, zurück. Das Adjungierte der Summe zweier Operatoren ist die Summe der adjungierten Operatoren. Wenn der Operator mit einem Skalar multipliziert ist, dann muss dieser Skalar komplex konjugiert werden. Und bei der hermitschen Adjunktion eines Produkts von Operatoren AB vertauscht sich die Reihenfolge der Faktoren, was man immer beachten muss. Dann haben wir, dass die Endpotenz eines Operators adjungiert das gleiche ist wie die Endpotenz des adjungierten Operators. Und hieraus folgt sofort für den Fall einer Funktion, die wir in reellen Koeffizienten entwickeln können, in einer Potenzreihe, dass die Funktion angewandt auf A gibt einen Operator und wenn wir den hermitsch adjungieren, ist das Ergebnis das gleiche, wie wenn wir die Funktion anwenden auf den adjungierten Operator A+. Besonders angenehm sind natürlich die Operatoren, die sich bei hermitscher Adjunktion nicht ändern. Und diese Operatoren nennen wir selbstadjungiert. Das heißt, A ist selbstadjungiert genau dann, wenn A+ gleich A ist. Jetzt gibt es den sehr schönen Satz, dass ein Operator, der selbst adjungiert ist, dann tatsächlich auch ein hermitscher Operator ist, so wie wir es oben definiert hatten. Und die eine Implikation, dass ein hermitscher Operator nach unserer Definition auch selbst adjungiert ist, das sehen wir sofort ein, denn als hermitscher Operator hat A dann diese Spektraldarstellung mit reellen Koeffizienten Lambda L.
Die Projektionen sind natürlich auch selbst adjungiert und damit ist dann auch dieser gesamte Ausdruck selbst adjungiert. Dass jeder selbst adjungierte Operator dann tatsächlich auch diese Spektraldarstellung hat und somit hermitsch ist, ist tatsächlich nicht so einfach zu sehen. Und das ist ein Thema der linearen Algebra, die Diagonalisierbarkeit selbst adjungierter Abbildungen. Zum Schluss unser Standardbeispiel. Die Projektion auf einen Vektor phi ist natürlich selbst adjungiert aufgrund dieser Beziehung und nach diesem Satz dann natürlich auch hermitsch, was wir aber auch schon vorher wussten.